Es ist 18 Uhr. Ich sage herzlich willkommen allen, die da sind. Herzlich willkommen all Ihnen, die sich für einen Spaziergang durch das jüdische Hannover interessieren. Ursprünglich wollten wir ihn vor Ort durchführen. Das ist im Augenblick schwierig. Aber ich freue mich sehr, dass wir ihn heute Abend digital durchführen können mit Dr. Edel Sheridan Quanx, die wir schon im Januar mit einem großartigen Vortrag hören durften. Dr. Edel Sheridan Quanx ist Historikerin. Sie hat sich intensiv mit jüdischer Geschichte in Hannover beschäftigt. Sie hat Ausstellungen kuratiert. So hat sie eine Ausstellung zu Kindern, die auf den Kindertransport gegangen sind und so ohne ihre Eltern im Ausland ihr Leben retten konnten, kuratiert. Und sie ist Mitarbeiterin des Zeitzentrums Zivilcourage, das in diesem Frühjahr eröffnet wurde und in das wir im November eine Exkursion planen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hier diesen digitalen Spaziergang mit uns unternehmen wird. Liebe Frau Sheridan Quanz, schön, dass wir Ihnen wieder zuhören dürfen. Wir freuen uns auf einen anschaulichen, anregenden Spaziergang durch das jüdische Hannover, sozusagen in 7 Meilenstiefeln, nämlich vom Mittelalter bis in die Gegenwart hinein. Vielen Dank, Frau Rudnick. Ich freue mich auch sehr. Und einerseits ist das schade, dass wir nicht in echt mit Dr. Peter Schulze durch Hannover spazieren können. Aber das wird sicherlich nachgeholt. Das digitale Format bietet uns aber auch gewisse Freiheiten, die wir in der wirklichen Welt nicht hätten. Wir sind nicht gebunden an das physisch Machbare. Wir sind nicht gebunden an die Kraft unserer Beine, an die Entfernung zwischen Orten und Gegenständen von Interesse. Und wir sind durch das Digitale auch nicht unbedingt an Zeit gebunden. Wir können wirklich eine Art visuelle Zeitreise machen. Und ich hoffe, dass das jetzt für alle so interessant und spannend ist, wie es für mich in der Vorbereitung war. Zur Struktur. Ich freue mich sehr, dass ich den Titel Spaziergang angeboten bekommen habe, weil ein Spaziergang ist auch etwas relativ Freies. Das ist nicht so, es ist kein Marsch. Es hat zwar ein Ziel, dass man irgendwo ankommen möchte, aber der Weg dahin, den kann man sich relativ frei aussuchen. Ich habe trotzdem eine gewisse Struktur gewählt für den Vortrag. Ich versuche im Laufe des Vortrags die Entstehung der wichtigsten Gemeindeeinrichtungen der jüdischen Gemeinden, muss man sagen, in Hannover darzustellen, aber wie gesagt, nur die wichtigsten. Und ich versuche Menschen aus der jüdischen Gemeinde, die die Stadtgesellschaft im Allgemeinen besonders geprägt haben, aus verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens darzustellen. Versuche Bereiche wie Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und so weiter abzudenken. Aber ich erhebe nicht den Anspruch, das alles erschöpfend lexikalisch zu ergründen, sondern es sind eher Schlaglichter, kleine Einblicke und hoffentlich auch spannende Einblicke. Ich fange mit einem Zitat aus den Statuten des Rats der Stadt Hannover im 14. Jahrhundert an. Dort steht: Niemand soll die Juden durch Worte oder Taten verletzen. Das ist ein sehr schöner Grundsatz, an den sich die Stadt aber nur sehr wankelmütig gehalten hat und sich doch immer wieder davon entfernt hat. Ich habe auf der Karte die Stadtteile eingetragen für alle, die sich vielleicht mit Hannover nicht so gut auskennen. Hannover besteht aus einer Altstadt, davor gelagert aus der Calenberger Neustadt und davor das Dorf Linden, das erst 1920 eingegliedert wurde. Diese Namen tauchen immer wieder auf und sind auch für die besondere Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hannover auch wichtig. Niemand soll die Juden durch Wort oder Taten verletzen, 1303. Kein Jahrhundert später, 1371,
hat das große Privileg, also ein Teil des Stadtrechts, die Stadt ermächtigt, die Juden aus der Stadt zu vertreiben. Das heißt, die konnten aus der damaligen Altstadt, die als einziger Stadtteil damals bestand, vertrieben werden, von wegen durch Worte oder Taten verletzen. 4 Jahre später wurden dann doch einige Schutzjuden zugelassen. Also man merkt die Willkür und das Unsichere daran. Ein Jahrhundert später, im 15. Jahrhundert und auch Anfang des 16. Jahrhunderts, wurde immer wieder befristetes Wohnrecht in der Altstadt für einzelne Familien, aber einzelne genannte Familien, erlaubt. Ende des 16. Jahrhunderts, 1588, wurde der Handel zwischen Juden und Christen verboten und Juden mussten die Altstadt verlassen und durften ab dann nur in der davor gelagerten Calenberger Neustadt leben. Und ab 1608 entstand dann die erste kleine Gemeinde in der Neustadt. Ein Jahr später, 1609, wurde sogar eine Synagoge errichtet, die musste aber nach Protesten geschlossen und wieder abgerissen werden. Die einzige wirklich alte jüdische Einrichtung, die sich etablieren konnte und bis heute stabil überdauert hat, ist der jüdische Friedhof, der erste alte jüdische Friedhof auf einem Sandberg vor der Stadt, also außerhalb der Stadt, um 1550 errichtet. Und der Standort dieses Friedhofs zeigt auch ganz deutlich auf den Unterschied zwischen den christlichen Gemeinden und der kleinen jüdischen Gemeinde in Hannover. Zu der Zeit und bis ins zur Mitte des 17. Jahrhunderts haben die Christen ihre Toten auf ihren Kirchhöfen begraben dürfen. Die Juden besaßen keine Synagoge, hatten keinen Platz in der Stadt und mussten auf den Sandberg vor der Stadt ausweichen. Hier eine Nahsicht auf den Plan und ein älteres Foto aus den 50er Jahren des wunderschönen Friedhofs, der seinen altertümlichen Charakter wirklich ganz ausgeprägt noch erhalten hat. Einiges änderte sich im 17. Jahrhundert. Zum Teil durch das Agieren einzelner Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinschaft. Hier möchte ich einen hervorheben, Lefmann Behrens, der Mitte des 17. Jahrhunderts in Hannover heiratete und eine Firma gründete, die Waren verkaufte und Darlehen gewährte. Und dieser finanzielle Aspekt seiner Firma war für seinen Aufstieg von großer Bedeutung. Er wurde Hof- und Kammeragent, war ein Finanzier der Welfen, nicht nur der Welfen in Hannover, sondern auch der Wettiner, der Habsburger und der Hohenzollern. Und die Finanzierung der hannoverschen Kurwürde 1692 geht zu großen Teilen auf sein Engagement zurück. Auch die Finanzierung der preußischen Königskrone 1701. Und Lefmann Behrens hatte zwar selber nicht wirklich Macht in der Gesellschaft, er nutzte aber die Nähe zu den Mächtigen sehr geschickt, um die Anliegen seiner eigenen Gemeinschaft voranzubringen und konnte die Stiftung und Errichtung einer ersten offiziellen geduldeten Synagoge in Hannover 1704 in der Calenberger Altstadt Neustadt erreichen. Hier auf der Karte einmal eingekreist. Nochmal die Nahsicht. Die Synagoge ist nicht das Vorderhaus auf der Karte, sondern das Hinterhaus. Es gibt leider auch kein überliefertes Bild von der Außenansicht, aber einige alte Fotografien aus dem 19. Jahrhundert von der umgebauten Version der Synagoge, die 1827 umgebaut wurde, oder neu gebaut wurde. Hier zwei Einblicke in den Betraum. Und wenn man auf der Straße davor stand, sah man nur ein ganz normales Fachwerkwohnhaus und musste durch die große Diele des Vorderhauses gehen, um in die Synagoge zu gelangen. Lefmann Behrens spielte auch bei einem interessanten Ereignis in Hannover eine bedeutende Rolle. Wir sind heute eingeladen vom Verein Begegnung Christen und Juden. Und Lefmann Behrens spielte eine aktive Rolle in einem Religionsgespräch vor über 300 Jahren, 1704, fand in dem alten hannoverschen Schloss in der Altstadt, hier eine Ansicht vor dem Umbau zu dem Schloss, das wir heute kennen, fand ein
Streitgespräch zwischen einem Konvertiten, wahrscheinlich einem gewissen Aaron Margalita, und dem Rabbiner aus Stadthagen bei Hannover, der von Lefman Behrens und dem hannoverschen Rabbiner Aaron Abterode extra zu diesem Gespräch nach Hannover geholt wurde. Der Stadthagener Rabbiner Josef Samson, auch Josef Samson Stadthagen genannt, hatte einen gewissen Ruf für solche Gespräche. Er hatte schon einige solche Gespräche geführt. Und er wurde dann nach Hannover an den Hof geholt, um dieses Religionsgespräch mit dem Konvertiten zu führen. Gastgeberin des Gesprächs war die Kurfürstenmutter Sophie. Das ist die hannoversche Kurfürstin, deren Verwandtschaft die hannoverschen Fürsten zu Königen von Großbritannien gemacht hat. Anwesend war ihr Sohn, Kurfürst Georg Ludwig, später Georg I. von England, sein Bruder, Prinz Ernst August, Georg Wilhelm, der Fürst von Lüneburg-Celle, sowie der Abt von Loccum Mulanus. Es gibt einen zeitgenössischen Text, der dieses Gespräch beschreibt. Der Text ist ist auf Hebräisch geschrieben und offensichtlich stammt aus der Gemeinde und stellt das Gespräch auch als Sieg für den Josef Samson Stadthagen dar. Andererseits, wenn man zwischen den Zeilen liest und genau liest, was Josef Samson gesagt hat, wird aus dem Gespräch ganz deutlich, dass Rabbi Samson zwar die Argumente des konvertierten Juden, also des zum Christentum konvertierten Juden, seines Gegners, durchaus theologisch widerlegen oder bestreiten konnte. Das Gespräch endete auch damit, dass Kurfürstin Sophie sagte, wir glauben alle an einen Gott. Und das könnte man, wenn man wollte, als Sieg für das Verständnis auslegen. Allerdings, wenn man beachtet, was Rabbi Samson selber sagt, er sagt unter anderem, fürchtet Gott und den König, indem er die Sprüche zitiert. Und diese Aussage ist eigentlich ein ganz wichtiger Hinweis dafür, für seine Stellung in diesem Gespräch. Er darf seine Gelehrsamkeit zur Schau stellen, er darf das Gespräch führen. Das ist schon eine gewisse Art von Toleranz. Auch die Aussage von der Kurfürstin Sophie beweist eine gewisse Toleranz. Aber ihm ist die ganze Zeit dabei bewusst, er darf zwar seinen Gott anbeten in dieser Gesellschaft, aber er muss dabei immer bedenken, wer sein Herr in dieser Welt ist. Und dieser Herr ist der König und nicht Gott. Und dieser König kann ihm auch Freiheiten nehmen. Das ist auch in der Tat geschehen. Seine Hinterbliebenen mussten bei Ablauf ihres Schutzbriefes 1717 die Stadt Stadthagen verlassen. Das heißt, der hehre Satz, wir glauben alle an einen Gott, hatte nicht unbedingt zwingend positive Auswirkungen für die Menschen, die anders an den einen Gott glaubten als die Mehrheit. Ein weiterer interessanter Mensch aus der frühen Zeit der hannoverschen Gemeinde ist der Mathematiker und Astronom Raphael Levi, ein Schüler von Leibniz, also von dem Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz, der viele Jahre am hannoverschen Hof tätig war. Levi wohnte sogar bei Leibniz in seinem Haus in der Schmiedestraße in der Altstadt. Für alle, die Hannover kennen, das ist dasselbe Haus, das heute am Pferdemarkt oder am Holzmarkt steht. Das ist umgesetzt worden nach dem Krieg. Ich finde das ganz interessant, dass Levi als Jude so weit akzeptiert war, dass er im 18. Jahrhundert in der Altstadt wohnen durfte, obwohl zu diesem Zeitpunkt das eigentlich nicht zugelassen war, dass Juden in der Altstadt wohnten. Aber dieser Status als Schüler von Leibniz gewährte ihm wohl einen gewissen Schutz. Levi ist für seine Zeit ungewöhnlich, weil er gleichzeitig ein jüdischer Gelehrter und ein moderner Wissenschaftler war, der auch von der Mehrheitsgesellschaft schon anerkannt war. Und auf seinem Grabstein steht die schöne Inschrift: Fromm und hoch angesehen hat er die Bahnen des Himmels beleuchtet und ist auf dem Gefährt des Wissens zum Himmel emporgestiegen. Ich finde eine wunderbare Mischung aus Frömmigkeit und Wissenschaft.
Wir springen jetzt schön ins 19. Jahrhundert, kommen immer näher auch an Zeiten, die uns vertrauter sind. Und der nächste hannoversche Jude, über den ich erzählen möchte, steht auch für eine Gruppe deutscher Juden, die auch umstritten ist, auch unter Historikern und auch in der jüdischen Gemeinschaft. Johann Heinrich Detmold, Sohn eines Arztes, wurde als Kind gemeinsam mit den Eltern und allen Geschwistern in der Neustädter Hofkirche getauft. Das heißt, er gehört zu den konvertierten Juden, die oft das böse Schicksal hatten, von beiden Gemeinschaften schief angeschaut zu werden. Die Familie scheint sich nicht ganz entschieden von Judentum entfernt zu haben, insofern als sein Vater, Dr. Georg Heinrich Detmold, Vereinsarzt für den jüdischen Wohltätigkeitsverein in Hannover geworden ist und diese Position auch nach der Taufe behalten hat, also Jahrzehnte nach der Taufe behalten hat. Außerdem haben mehrere Familienmitglieder ebenfalls getaufte Juden geheiratet. Also eine gewisse Gemeinschaft ist da erkennbar. Detmold wurde auch von seinen Zeitgenossen, also von seinen christlichen Zeitgenossen, auch Zeit seines Lebens als Juden wahrgenommen, ungeachtet dessen, dass er getauft war. Außerdem hat er eine körperliche Behinderung. Er wurde allgemein als der kleine Detmold bekannt. Er hatte wahrscheinlich eine Kyphose, das ist eine Missbildung der Wirbelsäule, die zu der Deformation führt, die im Volksmund als Buckel bezeichnet wird. In den zeitgenössischen Texten steht auch ganz oft der kleine Detmold, der buckelige Detmold, der wurde ihm offensichtlich auch immer auch zum Nachteil ausgelegt. Man hat ihn nicht ernst genommen wegen der kleinwüchsigen Gestalt und des schiefen Rückens. Er muss ein relativ schlaues Kind gewesen sein. Hier sehen wir einmal die Lage seines Geburtshauses. Anders als im hannoverschen Stadtlexikon ist er nicht in der Bäckerstraße geboren, sondern in der Langenstraße, ganz nah bei der alten Synagoge. Die Familie wurde in der Neustädter Hofkirche getauft, zog kurz danach in die große Duvenstraße um, wo die Eltern auch wohnen blieben und wo Detmold selber einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Und er hat das Ratsgymnasium besucht, das damals am Mühlenplatz stand. Nach dem Besuch des Gymnasiums hat er Jura studiert in Göttingen und Heidelberg. In Göttingen lernte er Heinrich Heine kennen, mit dem er sein Leben lang verbunden blieb und in Briefkontakt blieb. Detmold war ab 1830 Advokat in Hannover und lebte wieder in seinem Elternhaus in der großen Dudenstraße. Interessant in hannoverscher Kontext ist, dass er an der Opposition im Verfassungskonflikt gegen König Ernst August nach Aufhebung des Staatsgrundgesetzes 1837 beteiligt war, soweit, dass sein Elternhaus als Zentralbüro der Opposition bezeichnet wird in zeitgenössischen Schriften. Und von dort aus gab Detmold zusammen mit dem Bürgermeister von Osnabrück, Stüwe, das hannoversche Portfolio mit Dokumenten zu dem Verfassungsstreit heraus. Und dieser Streit führte dazu, dass viele Teilnehmer an der Opposition Geldstrafen auferlegt bekamen. Und zusätzlich zur Geldstrafe hat Detmold die härteste Strafe von allen Teilnehmern bekommen. Er wurde konfiniert. Nicht bloß Reisen ins Ausland wurden ihm untersagt, sondern zu jedem Besuch der nächsten Umgebung seines Wohnortes, zum Beispiel der eine Stunde von Hannover entfernten Dörfer List, Limmer, Herrenhausen, bedurfte er spezieller Erlaubnis und der Begleitung eines Gendarmen. Und diese Strafe war ein Tiefpunkt seines Lebens. Hat die Geldstrafe mit den Einnahmen einiger satirischen Schriften beglichen. Hier ist eine Reclam-Ausgabe aus dem späten 19. Jahrhundert von seinen Randzeichnungen und von der schön betitelten Anleitung zur Kunstkennerschaft, in der es heißt, über den Kunstverein, von dem Detmold Gründungsmitglied gewesen war, als ebenso plötzlich als unerwartet
am 24. Februar 1833 der Kunstsinn in Hannover erwachte, musste derselbe sich nur sehr notdürftig behelfen. Er fand zwar eine Menge Bilder, er fand auch Künstler, aber mit seinem Hofstaat, den Kunstkennern, war es schlecht bestellt. Und in der Satire versucht Detmold eine Anleitung, wie man in 3 Stunden Kunstkenner werden kann. Das kann man heute immer noch mit Vergnügen lesen. Und man merkt an diesen Schriften auch seinen wachen Geist und seine kritische Sicht auf viele Sachen. Die Strafe im Rahmen des Verfassungsstreits führte dazu, dass Detmold an Ansehen verlor in der Schriftgesellschaft. Es wird in zeitgenössischen Schriften hieß, es wurde vor dem Verkehr mit ihm von oben her gewarnt und die Strafe schreckte die Menschen ab. Er beklagte selber, seine soziale Stellung in der Residenz sei ganz und gar intolerabel. Man betrachte ihn gerade wie einen Aussätzigen. Und in dieser Zeit lernte er in Piemont die Tochter eines hannoverschen Senators und Tuchhändlers kennen und wünschte sie zu heiraten. Aber die Mutter hat so viel Widerstand geleistet, wahrscheinlich wegen des schlechten Ansehens nach dem Verfassungsstreit, dass Detmold sein Vorhaben aufgeben musste und in eine tiefe Depression versunken ist, aus der nur eine Rheinreise, also sehr schön deutsch-romantisch, ihn herausholen konnte und sein Interesse am politischen Leben und am Leben insgesamt wieder wecken konnte. Und Detmold wurde 1848 Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung und später auch Reichsjustizminister. Söhnte sich mit König Ernst August, also inzwischen König Ernst August, aus und erhielt den Ehrentitel Legationsrat, heiratete eine Katholikin aus Frankfurt, eine Nichte von Clemens Brentano, und gründete in Hannover eine Familie. Hier sehen wir ein ganz frühes Foto von ihm als Abgeordneten in Frankfurt. Und 1894, also lange nach seinem Tod, 50 Jahre nach seinem Tod, wurde die Detmoldstraße in der Südstadt nach ihm benannt, in der Nazizeit in Detmolderstraße umbenannt, um sich von dem als jüdisch angesehenen konvertierten Christen zu distanzieren. Wir springen ganz kurz in der Zeit zurück und nehmen uns jetzt nicht einen einzelnen Menschen vor, sondern ein Gewerbe, das Bankwesen. Es ist einerseits ein Stereotyp, dass Finanzwirtschaft mit Juden verbunden wird. Es ist andererseits durchaus eine historische Wahrheit, dass die Entwicklung des Bankwesens in vielen Städten stark durch die Aktivitäten von jüdischen Bankiers beeinflusst wurde. Im Falle von Hannover sieht man im ersten Adressbuch noch sehr deutlich auch die gesellschaftliche Trennung der Konfession, der Glauben. Es gibt eine extra Abteilung im Adressbuch für die jüdischen Bewohner und Gewerbetreibenden. Hier sehen wir den Anfang der Liste. Und wenn man sich die Bankiers aus dem Adressbuch dann auf der Karte anschaut, sieht man auch noch die strenge räumliche Trennung der Christen und der Juden in der Stadt. Die Christen durften in der Altstadt leben. Das sind die beiden blauen Punkte, sind Banken, die christliche Inhaber hatten. Und die weitaus zahlreicheren kleinen Privatbanken, die jüdische Inhaber hatten, sind zu dem Zeitpunkt alle noch in der Kahnberger Neustadt. Das ändert sich, als zum einen 1842 die Aufhebung, die Einschränkung aufgehoben werden, ein Jahr später der Bahnhof vor der Altstadt gebaut wird. Und dann nochmal 13 Jahre später die Hannoversche Bank in der neu entstandenen Ernst-August-Stadt zwischen Altstadt und Bahnhof gebaut wird. Und mit der Aufhebung, die zieht dann noch nachher noch an den Georgsplatz, mit der Aufhebung der Einschränkung hatten die jüdischen Bankiers auf einmal die Freiheit, sich dahin zu begeben, wo es wirtschaftlich für sie sinnvoller war. Und zwar überwiegend in Nähe des Bahnhofes. Daneben mit dem Telegrafenamt, ein wichtiger Faktor für ein Gewerbe,
das auch auf Kommunikation und Austausch und Netzwerke angewiesen war. Und man sieht, wenn man die spätere Entwicklung des Bankenviertels in Hannover betrachtet, bleibt das Viertel der Privatbanken genau da, wo jetzt alle roten Punkte zu sehen sind. Und das Viertel der Großbanken wandert an den Georgsplatz, wo die Hannoversche Bank in der letzten Folie hin umgezogen ist. Aber man sieht hier ganz stark den Einfluss der jüdischen Privatbankiers auch auf die erste Ausgestaltung des Hannoverschen Bankenviertels. Einige dieser Bankiers haben auch über ihre privates Vorankommen hinaus einen ganz wichtigen Einfluss auf die Entwicklung von Hannover gehabt. Ich picke jetzt nur ein paar heraus. Adolf Meyer erbte eine Bank von seinem Vater, das er ausbaute. Hier sieht man das Bankhaus in der Schillerstraße in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und er engagierte sich nicht nur mit viel Geld, sondern auch mit Weitsicht und Kreativität in der Entwicklung der hannoverschen Industrie. Und gründete in Linden, also im Dorf Linden vor der Stadt Hannover, 1837 die Mechanische Weberei mit einem anderen Bankier zusammen. Es war das erste Unternehmen dieser Art im Königreich Hannover. Und es erlebte ab den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts einen großen Aufschwung mit modernen Webstühlen, die sie aus England importiert haben. Und hier wurde das berühmte Lindner Samt produziert. 1853 wurde gegenüber die Hannoversche Baumwollspinnerei gegründet, auch von Adolf Meyer. Ebenfalls die erste AG im Königreich Hannover, also nochmal eine Innovation. Und bautechnisch war diese Fabrik etwas ganz Besonderes. Zum einen wurde auf Holz verzichtet im Bau, aus Sicherheitsgründen. Zum anderen waren die Maschinen in der Architektur integriert. Also ein englischer Maschinenbauingenieur wurde nach Hannover geholt und er entwarf zugleich die Fabrik und die Maschinen. Und das Ganze war eine Einheit. Und Ende des 19. Jahrhunderts beschäftigte die mechanische Weberei 350 Männer, 440 Frauen und 100 Kinder. Also ganz typisch für die Zeit. Adolf Meyer, wie viele Industrielle des 19. Jahrhunderts, hatte auch einen Blick auf das Wohl der Arbeiter, also in Grenzen natürlich. Aber er hat 1853 die Fannystraße, eine Arbeitersiedlung in Linden, errichtet. Das ist für Hannoveraner so eine legendäre Straße, hat einen ganz eigenen Ruf und eine ganz eigene Legende, auf die man hier nicht eingehen kann. Das wär nochmal ein ganz anderes Thema. Gilt als sehr rote Straße, Arbeiterstraße, Straße der Sozialdemokraten. Und diese Straße ist als vielleicht eine der ersten Straßen in Hannover nach einer jüdischen Frau benannt, und zwar nach der Ehefrau von Adolf Meyer, die mit Vornamen Fanny hieß. Hier ein kleiner Einblick in die Weiterentwicklung der Gemeinde. Der neue Friedhof, also der alte Friedhof, wurde zu voll und wurde geschlossen. 1864 wurde noch weiter in den entstehenden Vorort Nordstadt der neue Friedhof eröffnet, mit einer schönen Predigthalle vom Architekten Edwin Oppler. Die steigende Zahl der Juden in Hannover machte auch eine solche Entwicklung nötig. 1833 waren es etwas mehr als 500. 1864, also im Jahr der Eröffnung des Friedhofs, schon über 1300. Und bis zum Ersten Weltkrieg wuchs die Zahl bis an 4500 heran. Und hier sehen wir, wie ein Teil des Friedhofs heute aussieht. Edwin Oppler war der Architekt der Predigthalle auf dem neuen Friedhof und war zugleich auch der Architekt der neuen Synagoge in Hannover. Oppler ist in Hannover geboren, 1831, ging in Breslau zur Schule, studierte an der Polytechnischen Schule in Hannover, also am Vorgänger der heutigen Universität, und war Schüler und Mitarbeiter von Konrad Wilhelm Haase, dem Begründer der Hannoverschen Schule Backsteinarchitektur. Er hat auch Studienaufenthalte in Brüssel und Paris gehabt und baute sehr vielseitig Wohnhäuser, Villen, Geschäftshäuser, Schlossanlagen, Sakralbauten und die Hannoversche Synagoge im romanischen Stil. Dazu hat er selbst gesagt, ich zitiere,
Der deutsche Jude muss im deutschen Staate, im deutschen Stile bauen. Und hier sehen wir erstmal den Standort der alten Synagoge im Hinterhof und dann der sehr viel selbstbewusstere Standort der neuen Synagoge, frei auf dem Platz zwischen Bergstraße und Rote Reihe. Und hier das wirklich prächtige Gebäude, einmal von außen und einmal von innen. Edwin Oppler war auch soweit gesellschaftlich akzeptiert, dass er zum Beispiel auch den Innenbau der Marienburg, der Welfen, gestalten durfte. Und für diese Arbeit erhielt er auch den Ehrentitel Baurat, also eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung. Und 1990 wurde eine Straße nach ihm benannt in der Nordstadt in Hannover. Ein weiterer hannoverscher Jude, der eine ganz große Rolle in der Entwicklung der Industrie in Hannover gespielt hat und eins der Stichworte aus der Beschreibung dieses Abends aufgreift. Ich habe in der Beschreibung gefragt, wer assoziiert Gummireifen mit dem jüdischen Hannover. Viele Hannoveraner wissen das. Das kann nur Sigmund Seligmann sein. Sigmund Seligmann ist 1853 in Verden geboren, also weit nördlich von Hannover. Hat dort das Domgymnasium besucht, später eine Ausbildung im Textileinzelhandel in Harburg gemacht und kam dann als Kassenbeamter, also im Berufswechsel, zum Bankhaus Moritz Magnus nach Hannover. Er muss ein auffälliger und begabter junger Mann gewesen sein, weil er im Alter von 23 von Moritz Magnus mit einer sehr großen Aufgabe betraut wurde. Und zwar gehörte Magnus zu einem Konsortium von Bankiers, die Gummifabrik Continental in Hannover gegründet hatte. Und diese Fabrik befand sich 1876 in großen finanziellen Schwierigkeiten. Und der 23 Jahre alte Kassenbeamter Sigmund Seligmann wurde damit betraut, die Finanzlage der Fabrik zu überprüfen. Er empfahl eine Kapitalaufstockung und muss wirklich überzeugend argumentiert haben, denn er wurde im selben Jahr von seinem Arbeitgeber zur Continental abgeordnet, wurde innerhalb kürzester Zeit Prokurist und war 2 Jahre später sogar kaufmännischer Direktor und Vorstandsmitglied. Das ist so eine Aufstiegsgeschichte, die einfach was Legendäres hat an sich. Hier sieht man die Lage der dann ausgebauten Continental-Fabrik in Hannover, in der Nordstadt oder an der Fahrenwalder Straße. Und Sigmund Seligmann war so erfolgreich in seinem Beruf, dass er sich auch leisten konnte, eine der prächtigsten Villen in Hannover zu bauen, die Villa Seligmann, die er 1905 erbauen ließ, an der Hohenzollernstraße. Als er starb, war die repräsentative Villa zu groß für seine Familie und wurde an die Stadt verschenkt. Sie ist seit 2008 Zentrum eines ganz neuen jüdischen Lebens in Hannover. Sie wird für das Europäische Zentrum für jüdische Musik von Andor Ischak gegründet und jetzt von Elias Sacher-Kuschel von Bismarck geführt. Ist ein ganz reger Ort jüdischen kulturellen Lebens in Hannover. Und 1962 wurde der Schlachthausweg auf der Bult in Seligmannallee umbenannt. Warum das nicht so schlimm ist, wie es klingt, sehen wir später. Schlachthausweg klingt jetzt nicht nach einem schönen Standort, aber das erfahren wir ganz am Ende, warum das durchaus sinnig und schön ist. Wir bleiben bei der Industrie und bei einer Familie, die Firmen gegründet hat, die weltweit berühmt geworden sind. Die Brüder Berliner, Jakob, Emil und Josef, waren überaus aktiv und kreativ, gründeten die Telefonfabrik in der Kniestraße. Direkt neben der Fabrik ist heute der Edwin-Oppler-Weg, den ich vorhin erwähnt habe. Emil Berliner wanderte in die USA aus und entwickelte dort das Mikrofon und das Grammophon und die Schallplatte und war Mitbegründer der Telefonfabrik, die auch relativ bald anfing, Grammophone und Schallplatten zu produzieren und mit der Firma und die Firma
Deutsche Grammophongesellschaft gründete. Uns allen ist dieses Logo mit His Master's Voice bekannt, was weltweit vermarktet wird. Die alte Fabrik wurde bald zu klein und 1904 wurde vor der Stadt, man merkt es an der Karte, das passt ja nicht auf die Karte aus der Zeit, ganz am Stadtrand, nicht mehr am Stadtrand heute, aber damals am Stadtrand wurde die neue Fabrik erbaut. Und Josef Berliner wohnte in der Villa Simon, die für einen jüdischen Advokaten oder Rechtsanwalt gebaut worden war. Das Haus taucht auch später in dem Abend auf. Es gibt auch überraschende Produkte aus Hannover, die einen jüdischen Hintergrund haben. Wir kennen alle Pateks. Pateks wird in Hannover hergestellt, also teilweise in Hannover hergestellt, von der Firma Henkel. Und diese Geschichte geht auf einen jüdischen Tapezierer aus Hannover zurück. Ferdinand Sichel fing sein Berufsleben als einfacher Tapezierer an, hat aber revolutionäre Erfindungen gemacht. Seine erste Werkstatt war in der großen Packhofstraße in der Altstadt. Und dort entwickelte er Tapetenkleister und Kleber auf pflanzlicher Basis. Das klingt für uns jetzt nicht so spannend, aber es war zu der Zeit absolut revolutionär, weil alle Klebstoffe bis dahin auf Tierknochenbasis waren. Es musste warm verwendet werden, also immer frisch angerührt, bei der richtigen Temperatur verwendet und es verfärbte oft die Papiere und Gegenstände, die es kleben sollte. Und die neuen Klebstoffe von Ferdinand Sichel auf Basis von Kartoffelstärke waren viel einfacher zu verwenden, konnten industriell hergestellt werden, in Massen verkauft werden. Und aus der Altstadt zog er bald hinaus, auch nach Limmer bei Linden, und entwickelte dort eine große Fabrik, die heute noch steht, die in den 60er Jahren von Henkel übernommen wurde und wo tatsächlich Pateks in Nachfolge von Ferdinand Sichel, Sichel Leim und Sichel Kleister hergestellt wird. Und dort auch eine Straße nach ihm benannt wird, wie man auf der Karte sieht. Es gibt auch Firmen aus Hannover, die nicht so weltbekannt sind, die aber zu ihrer Zeit weltbekannt und weltweit aktiv waren. Zu den vergessenen Firmen im jüdischen Besitz gehört die Druckerei von Adolf Molling, einem Bankier, der aus Hildesheim nach Hannover gekommen ist. Und hier sehen wir in einem Schulatlas für die Heimatkunde von 1934 unter den großen hannoverschen Firmen aufgeführt ist. Und er gehörte tatsächlich zu den größten Druckereien in Hannover, druckte für bekannte hannoversche Firmen. Ganz rechts ist Werbung aus dem Ersten Weltkrieg für Balsen-Kekse, Leibniz-Kekse, in der Mitte Continental Reifen. Unten Konstantin Zigaretten und links ein Plakat für die Kästner Gesellschaft. Und druckte auch Werbung für andere deutschlandweit agierende Firmen wie Odol. Hier ein Bilderbuch, das Odol anpreist und Odol Zahnpastelkartons. Molling produziert auch künstlerische Bilderbücher, die in vielen Sprachen übersetzt wurden, sodass sie am Ende mit dem Spruch geworben haben, Bilderbücher in allen Sprachen, beziehungsweise Verlagsartikel in der ganzen Welt vertreten. Und das war nicht nur hehre Werbesprache. Ich habe tatsächlich, der Rattenfänger von Hameln, der dort abgebildet ist, ist ursprünglich in Indonesien verkauft worden und hat dann über Umwege den Weg nach Hannover zurückgefunden. Werfen noch mal einen Blick auf die Entwicklung der Gemeinde im 19. Jahrhundert, im Ende des 19. Jahrhunderts. Ein neues Gemeindehaus wird in der Lützowstraße gebaut, 1875. In der Ohestraße entsteht eine Lehrerbildungsanstalt, 1892. In der Ellernstraße ein Krankenhaus und ein Waisenhaus auf dem Emmaberge, von dem ich kein Bild bekommen konnte. Es ist ja allen bekannt, das brauche ich gar nicht zu erzählen, dass die Stereotypen und auch nachteilige Erzählungen und Vorurteile über Juden
nicht neu sind. Das, was heute an Antisemitismus beklagt wird, hat es auch vor 100 und auch vor 200 Jahren gegeben. Und ein jüdischer Bankier aus Hannover, Moritz Simon, hat Ende des 19. Jahrhunderts einen eigenen Versuch gemacht, aus der Gemeinschaft heraus gegen solche Stereotypen anzuarbeiten. Und um das Bild des geldgierigen Juden und diesem Bild etwas entgegenzusetzen, hatte er die Vorstellung, dass jüdische Jugendliche ihre Berufswahl ausweiten könnten. Und er wollte ihnen die Möglichkeit bieten, sich ganz anders und handwerklich auszubilden, und gründete die israelitische Gartenbauschule in Ahlem vor Hannover und bot hier jüdischen Jugendlichen eine Ausbildung in Gartenberufen und auch in anderen handwerklichen Berufen. Die Schule wurde 1942 geschlossen, das Gelände von der Gestapo benutzt und als Judenhaus in Anführungszeichen, vorwiegend für Menschen, die in Mischehen, wieder Anführungszeichen, lebten. War auch ein Sammelort für die Deportationen aus Hannover. Fast 2200 Menschen wurden in 7 Transporten von diesem ehemaligen Ort der jüdischen Selbstbehauptung deportiert. Nach dem Krieg war es ein DP-Lager, eine Flüchtlingsunterkunft und ein Kibbutz. Und seit 1987 ist die Gartenbauschule eine Mahn- und Gedenkstätte. Wir beschäftigen uns jetzt wieder mit einer Gruppe von jüdischen Hannoveranern. Jüdische Kaufleute waren wichtige Beteiligte an der Entwicklung der Hannoverschen City. Wir haben das schon beim Bankenviertel gesehen, und dasselbe gilt für die Kauf- und Warenhäuser in Hannover. Wenn man sich den alten Stadtplan anschaut, ist die 1879 errichtete Karmarstraße eigentlich eine wunderbare Verbindung zwischen Altstadt und Hauptbahnhof. Aber diese Straße gab es ja erst ab 1879. Davor war die ganz schmale Salvinderstraße und große Packhofstraße die einzige vernünftige Verbindung zu dem neuen Bankenviertel und Geschäftsviertel um den Bahnhof herum. Und aus diesem Grund haben sich hier in dieser schmalen Straße die größten Geschäfte entwickelt. Und maßgeblich beteiligt an der Entwicklung der Kauf- und Warenhäuser in Hannover waren die Besitzinhaber von 4 der 6 Kaufhäuser, die jüdisch waren. Das erste hannoversche Geschäft, das sich zu einem Warenhaus entwickelt hat, war das Kaufhaus Selzer, das einen christlichen Inhaber hatte, gefolgt von Molling, 1862 gegründet, dann von Sternheim und Emanuel, Elsbach und Frank, das einzige Gebäude, das noch steht, Bormas, 1899, und dann zum Abschluss das deutschlandweite Filialunternehmen Karstadt 1906. Eine Rechnung des Kaufhauses Mollings verdeutlicht die Geschäftsprinzipien dieser Kauf- und Warenhäuser: größte Auswahl, billigste und feste Preise, Barzahlung ohne Abzug. Das sind alles Innovationen, wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Innovationen, die nur im Zeitalter der Industrialisierung möglich gewesen wären. Die große Auswahl und die billigen Preise sind nur möglich mit Massenprodukten. Und das war die Hauptware dieser Geschäfte. Ein weiteres wichtiges Standbein ihres Erfolgs war ihre intensive Werbung. Und hier zeige ich Werbung des Kaufhauses Sternheim und Emanuel, teilweise mit für ein Unternehmen mit jüdischen Inhabern überraschenden Motiven, eine Osterkarte mit Werbung für Sternheim und Emanuel, Straßenbahnfahrkarten. Sie warben auch mit Aktionen, genauso wie heute Geschäfte mit Aktionen werben hier die Kindertage, einen Ballon gratis für Kinder an Donnerstags und Freitags. Es gab auch Giveaways, hier ein Bilderbuch der Firma Sternheim und Emanuel, das die Kinder der einkaufenden Mütter geschenkt bekamen. Und Ereignisse wie Modenschauen sollten auch das Publikum anziehen. Die Gebäude der Warenhäuser, hier das Haus Bormas, 1899 errichtet, waren überaus prächtig. Hier sind wir noch ganz im wilhelminischen Prachtstil bei Bormas.
Molling 5 Jahre oder 4 Jahre später, 1903, 4, ganz im Jugendstil, immer noch eine Pracht ohne Ende. Es waren aber auch in etlichen anderen Bereichen der Stadtgesellschaft Menschen aus der jüdischen Gemeinschaft interessant und wichtig tätig. Hannover schmückt sich manchmal gerne mit Menschen, die nur hier geboren sind und eigentlich hier gar nicht gewirkt haben. Deswegen bekommen Otto Meyerhoff und Hannah Arendt nur eine geteilte Folie. Und ich gehe gar nicht so nah auf sie ein, weil sie wirklich nur hier geboren sind. Otto Meyerhoff, in Hannover geboren, aber in Berlin aufgewachsen, gewann 1922 den Nobelpreis für seine Mitarbeit an der Entdeckung der Glykolyse. Das ist die Energiegewinnung aus Zucker in Körperzellen, und das ist grundlegend für unser Verständnis davon, wie Lebewesen ihre Energie gewinnen. Das klingt komplex, wenn man Glykolyse sagt, aber wenn man es übersetzt in einfache Wörter, ist das eine bahnbrechende Entdeckung gewesen. Hannah Arendt, 1906 in Linden geboren, aber im Alter von 3 Jahren mit den Eltern nach Königsberg gezogen, gestorben in New York, ist als Philosophin, Denkerin, Rednerin weltbekannt. Und 2015 wurde ein Platz in der Altstadt nach ihr umbenannt. Jetzt jemand aus der Wissenschaft, der in Hannover wirklich gelebt hat und sehr umtriebig war, teilweise etwas schräg umtriebig war. Er hat einen Anti-Lärm-Verein gegründet. Aber ganz wichtig ist sein Beitrag zur Entwicklung der Volksbildung in Hannover. Zusammen mit seiner nichtjüdischen Frau Ada Abentern hat er die Freie Volkshochschule Hannover-Linden gegründet. Ada war die erste Direktorin dieser Volkshochschule, und die heutige Volkshochschule heißt nach den beiden Theodor und Ada Lessing Volkshochschule. Hier die Universität, an der Theodor Lessing gewirkt hat. Hier der Standort der alten Volkshochschule. Die ist nach dem Krieg ein paar Häuser weitergezogen in ein Gebäude, das jetzt umgebaut, das Zeitzentrum Zivilcourage unter anderem beherbergt. Und heute ist die moderne Volkshochschule, hoppla, in der Burgstraße und am Hohen Ufer, also zwischen den beiden Straßen. Theodor Lessing wurde ab den 20er Jahren sehr stark verfemt und verfolgt in der hannoverschen Stadtgesellschaft. Er hat durch seine Berichterstattung über den Hamann-Prozess, also an dem Massenmörder und Kannibalen Hamann, seine Kritik an der Polizeiarbeit und an der Verteidigung, dafür hat er sehr viel Ärger erregt. Er kritisierte auch Hindenburgs Wahl zum Reichspräsidenten und löste damit eine Hetzkampagne der Studenten an der Technischen Hochschule aus. Zog er nach Anderten, eventuell im Versuch, der Hetze in der Stadt zu entkommen, und floh dann 1933 nach Prag und wurde im Ende August 1933 in Marienbad von sudetendeutschen Nazis ermordet. Seine Frau wurde, obwohl sie nicht jüdisch war, wurde als Kommunistin verfolgt, sodass man in dieser Mischehe gleich zwei Verfolgungsgründe gefunden hat. In dieser Zeit, also wir sind jetzt in den 20er, 30er Jahren angelangt, hatte die Gemeinde etwa 5000 Mitglieder. Ein neuer Friedhof wurde notwendig. Sie merken, die Stadtkarte wird immer größer, das weitet sich immer mehr aus. Der Friedhof in Bodfeld wurde 1924 eingeweiht. Die Gebäude sind aus der Nachkriegszeit. Und ein wichtiges Gebäude, das heute noch steht, wenn es kommen möchte, ist die Heinemann-Stiftung oder der Heinemann-Hof. Gestiftet vom Amerikaner Danny N. Heinemann, dessen Eltern aus Hannover stammten. Er gründete 1928 die Minna James Heinemann Stiftung, die er nach seinen Eltern benannte. Und mit den Stiftungsgeldern stiftete er den Heinemann Hof als Altersheim für, Zitat, alleinstehende Damen der gebildeten Stände, vorzugsweise Hannoveranerinnen jüdischen Glaubens. Eine Besonderheit war zum einen die Architektur von Henry van de Velde,
und zum anderen auch die Innenaufteilung des Altersheims mit relativ großzügigen Wohnungen mit Balkon. Und ich kenne das sogar von innen, weil ich eine eigene Verwandte dort über einige Jahre besucht habe, bis sie gestorben ist. Das ist wirklich ein ganz wunderbar gedachtes Gebäude für den Lebensabend alleinstehender Damen der gebildeten Stände. Das Gebäude wurde 1941, wie viele andere Einrichtungen in Hannover, die Juden gehörten, als Judenhaus missbraucht. Dort wurden 190 Menschen eingepfercht und gesammelt vor der Deportation. Später wurde das von der NS-Volkswohlfahrt benutzt und ein arisches Altersheim zog ein. Nach dem Krieg wurde es an die Stiftung zurückgegeben und an die Stadt Hannover regulär und anständig zurückverkauft. Zuerst als Obdachlosenunterkunft benutzt und jetzt ist es ein altes Alters- und Pflegeheim, spezialisiert auf Gerontopsychiatrie und eine ganz interessante Einrichtung. Wir haben jetzt viel über Wirtschaft und Industrie gesprochen. Es gibt auch Juden aus Hannover, die in der Kunst sehr aktiv waren. Und hier freue ich mich besonders, dass ich auch Frauenbiografien vorstellen kann. Es ist ja ein allgemeines Problem der Geschichtsschreibung, dass Frauen im 19. Jahrhundert oft sehr unsichtbar sind, nicht weil sie nichts getan haben, sondern weil sie nicht gesehen werden sollten. Und es ist oft sehr schwierig, sie in den Quellen zu finden. Das ändert sich im 20. Jahrhundert. Die Frauen werden lauter, sichtbarer, hinterlassen selber auch andere Spuren, auch schriftliche Spuren, künstlerische Spuren, werden teilweise trotzdem nicht ernst genommen, aber man kann diese Spuren wieder auffinden und nachzeichnen. GEDOC, die Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine, wurde 1926 in Hamburg gegründet und ein Jahr später entstand die Hannoversche Ortsgruppe. Die traf sich im Frauenclub am Georgsplatz, stellte dort aus. Ganz wichtig für die GEDOC in Hannover war Käthe Steinitz, in deren Haus auch eine Art Salon gepflegt wurde, wo Künstler, Künstlerinnen, Schauspieler, Schriftsteller ein- und ausgingen. Gegenüber, hinter der Oper, am Rathenauplatz, war die Wohnung und das Atelier der Bildhauerin Ellen Bernkopf-Katzenstein. Und in der Körnerstraße, nördlichste Altstadt, das Atelier von Carrie van Diemer. Und diese drei Frauen werde ich ganz kurz einzeln vorstellen. Käthe Steinitz, geboren in Beuthen in Oberschlesien, heiratete den Arzt Ernst Steinitz und zog 1918 mit ihm nach Hannover. Sie hatte in Berlin Kunst studiert, auch unter Käthe Kollwitz und Lovis Corinth, hatte Kunstgeschichte auch in Berlin und in Paris studiert. Und dann 1913 augenscheinlich erstmal konventionell den Mediziner Ernst Steinitz geheiratet. Sie war aber nicht bereit, einfach ein konventionelles Mutter- und Hausfrauenleben zu führen. Hier ein Zitat von ihr selbst. So wie Mann und Kind in der Wohnung installiert waren, suchte ich das graue Hannover nach Farbflecken ab. Und die Farbflecken hat sie auch gefunden. Sie freundete sich mit dem Künstler Kurt Schwitters an, gestaltete mit ihm oder entwarf und gestaltete mit ihm zusammen Märchenbücher für Kinder, ganz andere Märchenbücher als die herkömmlichen, Hanepeter, die Märchen vom Paradies, die Scheuche. Sie gründete, vielleicht jetzt nicht mit Absicht, aber ihre Wohnung wurde zu einem Salon und sie machte eigene journalistische Arbeiten, schrieb über die Frau als Autofahrerin zum Beispiel. Aber als Jüdin erhielt sie 1935 Publikationsverbot und emigrierte 1936 mit ihrem Töchtern in die USA. Und hier haben wir eine Doppelseite aus einem der berühmten Gästebücher von ihrem Salon. Die Seite führt uns gleich zur nächsten Frau, weil das die Seite von Carrie van Diemer ist. Ist entstanden wenige Monate vor der Emigration von Käthe Steinitz und ihren Töchtern. Carrie van Diemer zitiert Goethe: Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, musst dich ums Vergangene nicht bekümmern, das Wenigste muss dich verdrießen, musst frisch den Augenblick genießen, besonders keinen Menschen hassen und die Zukunft Gott überlassen.
Das ist von Goethe. Und Cari van Diemer schreibt darunter: Im Zeichen des Aufbruchs zur Erinnerung an viele schöne harmonische Stunden, Cari van Diemer, Januar 1936. Cari van Diemer hat ja einen Namen, der so gar nicht nach Hannover oder Norddeutschland klingt. Ihr Vater stammte aus Leer und hatte holländische Vorfahren, daher das mit van Diemer. Sie wusste schon als junges Mädchen, dass sie Künstlerin werden wollte. Hat in Hannover Privatunterricht gehabt, hat kurz die Kunstakademie in Den Haag besucht und hat bei Hölzel in Stuttgart studiert. Sie stellte im Kunstverein Hannover, in der Kessner Gesellschaft, bei der Hannoverschen Sezession aus. Hier eine Zeichnung, die jetzt im Sprengelmuseum ist. Hier eine dekorative Arbeit aus den 30er Jahren. Hier merkt man auch an den Farben den Einfluss von Hölzel und dessen Lehren. Und das war ihr zweites Standbein. Sie hat Vorträge und Kurse zu Hölzels Farblehre gehalten und hat selber auch ein als bedeutend geltendes Werk über Farben und Formen als lebendige Kräfte geschrieben, das heute auch vergriffen ist und selbst im Nachdruck auch schwer zu erhalten, aber durchaus ein ernstzunehmendes Werk. Sie emigrierte 1938 in die Niederlande und konnte aber auch dort der Verfolgung nicht entkommen, wurde 1942 im August über Utrecht, von Utrecht über Westerbork nach Auschwitz deportiert, wo sie bei der Ankunft sofort ermordet wurde. Wenige Tage vor der Deportation hat sie ihre eigene Grabinschrift in ein Notizheft niedergeschrieben. Versunken ist, was meine Erdentage oft verdunkelt und beschwert, ins ewige Licht, nachdem ich je und je mich sehnte, bin ich heimgekehrt. Ellen Bernkopf Katzenstein war die Tochter des bekannten hannoverschen Arztes Leo Katzenstein, der selber auch kunstinteressiert war. Er sammelte Netsuke, also japanische Miniaturskulpturen, und war Gründungsmitglied der Kessner Gesellschaft 1916. Ellen erhielt ihre Ausbildung in Hannover an der Kunstgewerbeschule und in Berlin und war Mitbegründerin der GEDOC in Hannover und dort auch sehr aktiv. Sie konnte 1933 in die Schweiz emigrieren, dann nach Italien weiter und später nach Palästina, wo sie den Virologen, also ganz aktuell der Beruf, den Virologen Professor Hans Bernkopf heiratete. Und von ihr möchte ich so als Gegenpart zu dem sehr traurigen Schluss mit Cari van Diemer eine Arbeit vorstellen, die sie für ein Holocaust-Mahnmal gemacht hat. In Bocholt steht eine Plastik von Ellen Bernkopf, eine Frau, die ganz nachdenklich und traurig in der Innenstadt in Bocholt sitzt. Sie hat das ganz bewusst ohne drastischen Bezüge gestaltet, weil sie wollte, dass auch wenn Kinder vorbeigehen, dass sie nicht verstört werden, aber vielleicht stehen bleiben und nachdenken und sich fragen, warum die Frau denn da so sitzt und was das auf sich hat. Es geht uns hier eigentlich um jüdisches Leben und nicht um Verfolgung, aber man kann die Verfolgung nicht ganz ausblenden. Die ist so extrem und drastisch und unvergleichlich. Die Pogromnacht führte in Hannover wie in so vielen anderen deutschen Städten zur Zerstörung der Synagoge. Angeblich ausgelöst wurde die Pogromnacht durch die Aktion eines Jungen aus Hannover, Herschel Greenspan, auch Hermann Grünspan genannt, Kind von polnischen Einwanderern in der Altstadt, hat, als er in Paris in der Emigration von der Deportation seiner Eltern und seiner Geschwister an die polnische Grenze bei der sogenannten Polenaktion Oktober 38 gehört hat, hat er sich einen Revolver gekauft und das Attentat auf den Botschaftssekretär vom Rat verübt, an dem vom Rat gestorben ist und dessen Tod die Nazis als Vorwand für den angeblichen Ausbruch des Volkszorns in Deutschland, die für viele jüdische Deutsche und jüdische Menschen in Deutschland das endgültige Zeichen war, dass sie nicht erwünscht waren und wenig Zukunft in ihrer Heimat hatten.
Jetzt mache ich einen kurzen Rückblick auf die Rabbiner in Hannover vor der Pogromnacht, vor der Zerstörung der Gemeinde. Abgebildet sind der erste und der letzte, also der erste bekanntere und der letzte. Der erste bekanntere ist Dr. Nathan Markus Adler, der im 19. Jahrhundert Rabbiner war, gefolgt von Dr. Samuel Ephraim Meyer, Dr. Selig Grunemann, der mir eine wertvolle Quelle war für einige Recherchen. Der hat ein sehr schönes Buch über die Genealogie der hannoverschen Juden geschrieben, aus dem man sehr viel relativ zeitnahes über frühe Mitglieder der Gemeinde erfahren kann. Und Dr. Samuel Freund, der nach seinem Ruhestand, nach der Emigration des allerletzten Rabbiners, Dr. Emil Schorsch, für kurze Zeit wieder Rabbiner wurde. Von Dr. Emil Schorsch, der durch die Emigration überlebt hat, ist Ismar Schorsch auch mit Hannover verbunden. Der hat vor kurzem auch schon wieder über Zoom in Hannover einen Vortrag gehalten. Die alten Bande reißen nicht ab. Ich bringe noch eine letzte Verfolgungsgeschichte, bevor ich in die Gegenwart komme. Ich habe vorhin von der Villa Simon gesprochen, als Wohnung der Familie Berliner. 1939, also im April 1939, wurde ein Gesetz erlassen, das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden, die es Juden oder die sogenannten Arian verbat, jüdische Mieter zu nehmen. Und das hatte zur Folge, dass sehr, sehr viele jüdische Mieter relativ schnell eine neue Bleibe finden mussten. Und am besten bei einem jüdischen Vermieter. Und das führte dazu, dass große Häuser in jüdischem Besitz, wie die Villa Simon, sich schnell füllten mit Menschen, die eine Zuflucht suchten. Und zu diesen Menschen gehörte das Ehepaar Wittelshöfer. Arnold Wittelshöfer war Bauingenieur. Seine Frau, die aus Hannover stammte, war Bürosekretärin, hat wahrscheinlich aber nach der Heirat diesen Beruf nicht mehr ausgeübt. Und Wittelshöfers hatten nach der Pogromnacht ihr einziges Kind, die 9-jährige Steffi, mit einem Kindertransport in die Niederlande geschickt und zogen jetzt in anderthalb Zimmer in die Villa Simon ein. Und ich habe die Geschichte von Steffi als Kindertransportkind 2015 für die Ausstellung hier in Hannover, Fremde Heimat, über den Kindertransport recherchiert. Und eigentlich relativ magere Ergebnisse gefunden und hatte das Gefühl, die Stimmen dieser Familie sind erloschen. Wir hören sie nicht mehr, wir finden sie nicht mehr. Aber man sollte bei historischer Recherche nie aufgeben. Und ich habe die Familie Wittelshöfer Anfang dieses Jahres nochmal angefasst, weil es Menschen gibt, die Stolpersteine vor der Villa Simon legen wollen. Und dafür wollten wir die Biografien nochmal anfassen und recherchieren. Und habe festgestellt, dass 2014 bei Renovierungsarbeiten unter den Dielen im Haus der Pflegeeltern von Steffi in Amsterdam Papiere ans Tageslicht gekommen sind. Und zwar darin enthalten waren einige Briefe der Eltern Wittelshöfer, geschrieben in der Villa Simon an die Tochter Steffi in Amsterdam. Und so können wir zum einen auch sehen, wenigstens wie Steffis Mutter ausgesehen hat. Das ist wahrscheinlich ein Bild vom Tanzunterricht. Wir können auch die Stimmen der Eltern wieder hören. Aus den Briefen erfährt man zum einen über die Lebensverhältnisse in den anderthalb Zimmern in der Villa Simon, zum anderen über die Dankbarkeit der Eltern an die Pflegeeltern in Amsterdam, ein kinderloses jüdisches Zahnarzt-Ehepaar. Die Eltern schreiben im November 1941, wir können Ihnen gar nicht sagen, was es für ein großes Glück für uns bedeutet, das Kind jetzt so gut bei Ihnen aufgehoben zu wissen. Wie wohl und glücklich sich das Kind bei Ihnen fühlt, ersehen wir immer wieder aus Steffis Briefen. Und sie schreiben darüber, wie sie hoffen, Steffi wieder nach Hannover zu holen, wenn die eigene Immigration nach Amerika gesichert ist. Und wie die Eltern beschreiben auch, wie sie Englisch lernen und wie es dem Vater eigentlich ziemlich schwer fällt und die Mutter das leichter bewältigt. Und der letzte Brief ist geschrieben am Tag der Deportation, 14. Dezember 1941. Gestern Abend erhielten wir die Nachricht, dass wir uns reisebereit halten sollen mit unbekanntem Ziel. Damit ist die Hoffnung, unser Kind bald wieder bei uns zu haben, vorläufig geschwunden. Wir danken Ihnen nochmals innigst für alles Gute. Und was diese Menschen, finde ich, erinnernswert
macht, ist nicht, dass sie etwas Besonderes gemacht haben, aber dass sie leben wollten und dass ihre Stimme jetzt nicht mehr ganz verloren ist aus ihrer Stadt Hannover. 1945 wurden etwa 100 Juden in Hannover befreit. Vor dem Krieg haben fast 5000 Menschen jüdischen Glaubens in der Stadt gelebt. Es waren noch 100 über, die nicht hätten emigrieren können, die der Deportation entkommen waren und die irgendwie überlebt hatten. Es wurden gleich zwei Selbsthilfeorganisationen gegründet. Das Jüdische Komitee an der Ruhr im ehemaligen Gemeindezentrum. Hier sehen wir ein Dokument von Helmut Fürst, des Vaters von Michael Fürst, dem jetzigen Vorsitzenden der großen jüdischen Gemeinde. Das ist eine Zuteilungskarte vom Jüdischen Komitee ausgestellt, damit er Lebensmittel und Kleidung erhalten konnte. Und auf dem Theodor-Lessing-Platz vor dem jetzigen Zeitzentrum Zivilcourage, in der Nähe von der damaligen Volkshochschule, wurde der KZ-Ausschuss von einigen Überlebenden gegründet. Hier ist eine Häftlingsbescheinigung wieder für Helmut Fürst von dem KZ-Ausschuss ausgestellt. Unter der Leitung von Norbert Prager wurde eine neue jüdische Gemeinde wieder gegründet mit Erlaubnis der Besatzungsmächte. September 1945 fand der erste jüdische Gottesdienst in Hannover Wiener statt. Und die neue Gemeinde oder neue alte Gemeinde hatte ab 1950 einen Betraum und ein Büro in der Ellernstraße. Es gab damals sogar eine zweite Gemeinde vom Jüdischen Komitee, die vertrat die osteuropäischen Displaced Persons. Viele von ihnen wollten gar nicht in der Stadt bleiben, waren auf dem Weg nach Amerika oder woanders hin. Diese Gemeinde hatte einen Betraum in der Uhrstraße. 1953 wurde das Altersheim in der Heckelstraße gebaut. Entschuldigung, falsch. Und beide Gemeinden kamen 1955 zusammen. Jetzt komme ich zu den vier Synagogen, die es inzwischen in Hannover gibt. Ich habe am Dienstag ein Zeitzeugengespräch per Zoom mit einem 96-jährigen Kindertransportkind geführt. Und er war so erstaunt, dass es heute vier jüdische Gemeinden in Hannover gibt. Er ist eigentlich gut informiert, aber das war ihm entgangen. Und das ist natürlich etwas, worüber man sich besonders freuen kann, dass das Leben wieder so reichhaltig geworden ist. Die große Gemeinde ist in der 1936 eingeweihten Synagoge in der Heckelstraße. 1995 spaltete sich eine neue Gemeinde ab, die sich dann in liberale jüdische Gemeinde umbenannte, die 2001 einen Begräbnisplatz auf dem Laher Friedhof bekam und 2009 in einer ehemaligen evangelischen Kirche in Stöcken das Gemeindezentrum Ephraim, das Baum des Lebens, eröffnen konnte. In den 90er Jahren siedelten sich einige bucharisch-sephardische Großfamilien in Hannover an. Und aus diesem Familienverband ist auch eine Gemeinde erwachsen, die 2011 eine ehemalige evangelische Kirche in Ricklingen erwerben konnte, die 2013 als erste blaue Synagoge in Europa eingeweiht wurde. Die hat 300 Mitglieder. Die Liberale hat 800 etwa. Seit 2005 gibt es die Gemeinschaft Kabat-Lubavitch in Krefeld mit einem Bildungszentrum und seit wenigen Wochen mit einem neuen religiösen Zentrum im ehemaligen Bismarck-Bahnhof in der Südstadt, das Haus Benjamin. Und diese Gemeinde hat auch ein paar hundert Mitglieder. Wenn man sich das jüdische Leben in Hannover heute auf einer abschließenden Karte sich anschaut, was vom Alten noch da ist und was neu an neuem Leben zu sehen ist, die alten Friedhöfe, die beiden alten, sind noch erhalten. In Ahlem ist zwar keine jüdische Schule mehr, dafür aber neues, grünes Leben im Mahnmal und der Gedenkstätte. In der Ellernstraße steht das Gebäude des Krankenhauses noch, ist aber wird als Privatwohnung genutzt. Die Villa Seligmann ist mit dem neuen jüdischen musikkulturellen Leben erfüllt. Der Friedhof in Bodfeld existiert noch und wird genutzt.
In der Heckelstraße gibt es das Altersheim und die große Synagoge. Es gibt die liberale Synagoge in Stöcken, die bucharisch-sephardische in Ricklingen, den Synagogalchor in der Südstadt, Chabad-Lubavitch in Krefeld und auch in der Südstadt inzwischen. Anstelle der alten Synagoge ist nur noch Gedenktafel und ein kleines Mahnmal. In der Ohestraße auch ein kleines Mahnmal, aber sonst keine Spuren mehr sichtbar. Die Lützowstraße, ein Parkhaus und in der Innenstadt zentral das Mahnmal mit den Namen der über 2000 ermordeten Juden aus Hannover. Aber wir müssen nicht bei der tragischen Geschichte nur bleiben, die dürfen wir nicht vergessen. Aber dieses Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und dazu hat Bundeskanzlerin Angela Merkel etwas sehr Schönes gesagt, womit ich schließen möchte. Ich freue mich sehr, wenn möglichst viele mitwirken und damit auch verdeutlichen, dass 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland nun vor allem eines sind, eine Geschichte mit Zukunft.